Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Fire Emblem Fates. Wir widmen uns der DLC-Mission, die zum Farmen von Waffen da ist. Und prinzipiell, normalerweise würde ich sagen, oh mein Gott, da sind verdammt viele Gegner auf dem Feld, die mich potenziell platt machen könnten. Allerdings haben wir ja schon festgestellt, dass der Boss und sein Squad hier uns nicht wirklich angreifen, sondern sich darauf fokussieren, die ganzen Truhen zu öffnen. Sprich, solange hier noch zwei Stücke sind, denke ich nicht, dass wir wirklich angegriffen werden. Die hier oben ist ja auch schon offen und hier wäre potenziell auch noch eine. Und ich denke auch, sie hat ja eine Fähigkeit hier, dass sie nur halben Schaden bekommt und keine Gift- und Konterfähigkeiten. Der andere Typ hier ist nur dafür da, um sie zu heilen, der hat noch nicht mal eine Waffe. Und die haben halt auch nicht sonderlich viel drauf. Sprich, die sind auch nur dafür da, um den Boss zu schützen. Sprich, die fliegen hier so als großes Ganzes umher, würde ich behaupten. Und da brauche ich auch überhaupt keine Angst haben, dass die mich irgendwie angreifen. Das Problem ist einfach nur, wir haben hier so ein paar Leute, die ein bisschen gefährlich werden könnten. Das heißt, ich könnte mich jetzt schon mal in der Mitte hier positionieren. Weil, wie gesagt, ich denke nicht, dass die mich angreifen werden. Und sobald der Boss quasi hier fertig ist, denke ich, wird er ja zurückkommen, um die andere Truhe zu holen und kommt dann zwangsläufig wieder an mir vorbei. Das wäre so zumindest mein Plan. Weil solange hier jetzt der Typ mit dem Bestientöter rumsteht, habe ich ehrlich gesagt wenig Lust, mich der linken Seite zuzuwenden. Ich glaube, ich würde dann doch eher die andere nehmen. Sprich, ich könnte Xander, wobei Xander kommt da gar nicht, ach, ich kann gar nicht in den Brunnen rein. Ach, so ist das. Ja gut, aber ich könnte Xander auch einfach dahin stellen, dann kann er schon mal den Automaten anlocken. So, und alle anderen, wie gesagt, lasse ich jetzt auf jeden Fall schon mal aufrücken. Klingt vielleicht ein bisschen abenteuerlich, weil ich voll in Reichweite von dem Boss bin und der Boss hat, glaube ich, 49 Angriff oder so. Sprich, so Einheiten wie Ophelia wären ziemlich tot. Aber wir haben ja auch schon aus Missionen gelernt, wie zum Beispiel bei Nina oder auch bei Candace, glaube ich, war das auch in der Midori-Mission, dass die Leute nicht angreifen. Also die konzentrieren sich wirklich darauf, die Schätze zu holen und gut ist. Aber die kommen mir nicht wirklich in die Quere und darauf vertraue ich jetzt einfach mal, weil ansonsten habe ich vielleicht ein minimales Problem, aber es war bislang immer so. Ja, du gehst zu den Truhen. Und ein Rechernaginator. Okay, das war irgendwie klar. Ich meine, gut, die rücken natürlich auch auf. Da müssen wir dann mal so ein bisschen gucken. So, da kommen ja noch mehr. Aber prinzipiell... Na, müssen wir gucken, dass wir hier so ein bisschen überleben. Sprich, hier ist so ein bisschen das Problem... Wer kommt denn da noch so weit? Du kommst da so weit. Mit deinem blöden Bestientöter. Allerdings... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also das Alleräußerste hier kannst du nur mit deinem Bogen erreichen und nicht mit deinem Bestientöter. Das sind 16. Sprich, du kommst so auf 38. Wenn ich mich also hier hinstelle, um ihn platt zu machen, muss ich mir darüber im Klaren sein, dass ich auch einiges an Konterschaden, also nicht Konterschaden, aber einiges von dort bekommen werde. Und 38, das ist schon heftig. Das sind 24. Die Sache ist, du doppelst mich vermutlich nicht, nein. Aber die andere Sache ist natürlich, wenn er mich crittet, habe ich ein ziemlich großes Problem. Kann Raja denn überhaupt... Nee. Oh, wer kümmert sich jetzt um dich, ist die Sache. Und stellt sich dann gleichzeitig in Reichweite. Oh, ich könnte ihn natürlich auch einfach da festsetzen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wer hatte denn Einfrieren? Ich glaube Nina, genau. Wenn ich Nina dann mal hier hinstelle... Und, aber sie kommt halt leider nicht so weit, ist die Sache. Wo müsstest du dich denn hinstellen, Mädel, um den Typen zu erwischen? Da würdest du ihn erwischen. Aber auch leider nur zu 89%.
Aber wir könnten ihn da auf jeden Fall festsetzen. Aber dann kommt noch irgendwer anderes dran. Der Onmyoji. Noch irgendwer? Du. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee. Du vermutlich auch nicht. Priesterin. Nee. Ihr auch nicht. Ihr stört mich nicht. Also der Onmyoji würde noch drankommen. Wenn ich Nina vorher heile, wäre das kein Problem. Ich hätte hier auch noch eine Rettung. Ich hätte auch noch die Möglichkeit, an den Vorrat zu gehen. Mit Sakura oder mit Forest. Okay, versuchen wir das einfach mal so. Weil ich will jetzt auch nichts riskieren und ich meine, ich habe so viele Stäbe, meine Güte. Ist zwar nur eine Farming-Mission, aber trotzdem. Sprich, Nina stellt sich hier hin, hat den Himmelsfeger ausgerüstet und friert den Typen erstmal ein. Genau. Und kriegt noch ein Level up, sehr schön. Muss ich natürlich nur den Typ mit der Säge gleich noch beseitigen, aber das sollte nicht so das Problem sein. Sprich, der Onmyoji kommt da jetzt noch dran, aber das ist halt überhaupt kein Problem mit Nina. So, der Sägetyp. Der ist allerdings doch noch so ein kleines Problem, weil der mich critten könnte. Ophelia kommt nicht dran. Hiragi würde von... Wobei, Ophelia würde von hier aus dran kommen. Ophelia, wow. Wow. Ophelia hätte da nicht so das Problem. Verteidigung, Resistenz, minus 5 war das. Kommt der Onmyoji da unten auch dran? Ja, auf jeden Fall. Aber Rajat, ne, wie gesagt, wenn die gecrittet wird, ist die weg vom Fenster. Ansonsten Ophelia. Also Excalibur will ich ja eigentlich nicht geben, weil dadurch ihre Resistenz auch sinkt. Wenn da natürlich ihren Blizzard. Und dann sollte auch der Onmyoji kein Problem sein. Gut. Also wie gesagt, mein Ziel ist es eigentlich, sobald der Boss dann wieder zurückkommt, ihn in der Mitte so ein bisschen abzufangen, weil er wird mit Sicherheit die andere Truhe auch noch haben wollen und hoffentlich in der Zeit nicht von den anderen Gegnern überrannt werden, das wäre ganz gut. Ich habe schon fast das Gefühl, du kannst hier besser leveln als in der eigentlichen Level-Mission, weil hier einfach so viele Gegner sind. So, da kommt dann nur der Onmyoji dran, genau. So, die andere Seite. Wer kommt da jetzt an Xander dran? Der Stratege. Gut, die Dienstmagd ist nicht das Problem. Also wenn ich mich jetzt mal hier hinstellen würde, würde ich dir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr guten Schaden machen. Du kannst dich irgendwie gefühlt gar nicht bewegen, das ist schön. So, du würdest drankommen. Du hast 35. Okay. Du würdest da, wo ich mich hinstelle, vermutlich nicht drankommen. Okay, also nur du. 35. Ja, tut schon ein bisschen weh, das gebe ich zu. Wen stellen wir denn mal zu Xander? Du. Da kommst du auch überall dran, sehe ich gerade. Der Stratege ist nervig. Das auf jeden Fall. Jetzt einfach zu dem Strategen durchrennen, so voll riskant. Wobei ich könnte ihn genau platt machen. Die Sache ist, ich habe 36 Verteidigung. Du machst mir genau nichts. Also gut, wenn sie sich verbünden vielleicht. Du nicht. Du hast nichts. Du hast nichts. Du kannst mich nur anschwächen. Also ich könnte Xander vermutlich tatsächlich einfach hier reinstellen. Den Strategen schon mal platt machen. Ich gebe dir aber mal Leslo zur Unterstützung. Da hast du sogar noch mal einiges mehr Verteidigung, dass du auf jeden Fall auch die Doppelverteidigung nach und nach auffüllen kannst. Und dann würde ich sagen, lasse ich Xander einfach mal da drin stehen. Er sollte eigentlich alles, was ihm entgegenkommt, irgendwie kontern können. Vor allen Dingen, er kann ja auch auf Distanz und aus nächster Nähe angreifen. Das ist verdammt praktisch. Deswegen finde ich halt Siegfried und Raijinto auch so super cool. Und dann kannst du dich da um alles schon mal kümmern. Und zur Not habe ich auch noch Forest mit der Rettung. So, die andere Sache ist, du müsstest halt auch noch irgendwie verschwinden, wobei ich habe Kiragi hier stehen. Puh, was mache ich mir eigentlich Sorgen? Es ist Kiragi, da reicht sogar der Sturzflug, da brauche ich noch nicht mal den Verfolger für. Gut, meine kleine Geheimwaffe. Ich muss ganz...
Schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja Leo geheiratet und hier dann Takumi. Und beide Male, ich war jetzt nicht enttäuscht über mein Kind. Ich war bei Forrest erstmal so ein kleines bisschen irritiert, hatte ich ja schon mal erzählt, weil ich einfach irgendwie nicht damit gerechnet habe, dass Forrest eben so ist, wie er ist. Was jetzt keine Kritik sein soll, um Gottes Willen. Ich mag Forrest, aber ich hatte mich halt schon so ein bisschen drüber gewundert. Ist ja auch okay. Und bei Kiragi, sag ich mal, wie soll ich es am besten ausdrücken? Da war ich auch nicht enttäuscht, wie Sakura hier noch voll drin steht. Ist irgendwie unlustig. Aber da hatte ich mich halt auch so ein bisschen gewundert. Ich meine, Sakura ist jetzt auch nicht so fragil, aber... ich habe jetzt natürlich... Hätte Rajat noch potenziell... wie viel Angriff haben die alle? 36 und 31. Kann ich auf jeden Fall Veluria mal hier reinstellen. Das Problem ist halt echt Sakura. Andererseits 36 kommt da maximal bei rum. Das würde ich auf jeden Fall überleben. Ich gebe dir mal Rajat noch zur Unterstützung. Und dann schauen wir mal. Weil der wird garantiert auf Sakura gehen. Er hat keinen Grund, Veluria anzugreifen. Außer natürlich, er denkt sich, oh, Sakura kann sich wehren. Deswegen... Okay, nevermind. Du hättest Sakura so viel Schaden machen können damit. Wobei es geht, sie ist nicht so eine Glaskanone wie Elise. Zumindest auf der defensiven Seite. Resistenz ist ja gut bei Elise. Aber nein, stattdessen greifen wir lieber Veluria an, wo wir gar keinen Schaden machen, aber sie kann sich ja nicht wehren. Das Spiel ist manchmal schon dumm, oder? Ich meine, klar, Sakura hätte sich gewehrt. Aber besser, als so gar keinen Schaden zu machen? Lieber, um nochmal auf das Forrest-Kiragi-Thema zurückzukommen, wenn ich denn darf. Sie waren halt beide anders, als ich mir vorgestellt habe. Forrest war halt so komplett anders als Leo. Was Gutes ist auf jeden Fall, aber es hatte mich einfach verwundert, wie die alle nicht wollen. Okay. Und Kiragi war sehr ähnlich wie Takumi. Das hatte mich dann schon so ein kleines bisschen gewundert, wie gesagt. Aber ich bin mit beiden total glücklich jetzt im Nachhinein. Ihr könnt mir auch nichts. Okay. Gucken wir erstmal hier oben. Prinzipiell würde das ziemlich wehtun. Prinzipiell könnte ich hier schon einiges machen. Die andere Sache ist, hier sind so viele Gegner. Es ist schon nicht mehr lustig. So, ihr könnt euch nicht bewegen. Du würdest halt immer noch bis dort kommen. Was ein bisschen unlustig ist. Ich meine, du wärst kein Problem zu besiegen, aber wenn ich dann hier stehe, dann wäre Nina schneller tot, als ich gucken kann. Wahrscheinlich wäre es, wenn dann am schlausten, hier oben erstmal Platz zu machen, dass meine Charaktere alle nach oben können. Ja, ich denke, das ist gar nicht so verkehrt, wenn alle so ein bisschen nach oben fliehen. Wenn ich Kiragi dahin stelle, wo ich ihn hinstellen möchte, kommst nur du dran. Du hast 34, das ist okay. Gut. Ah, der Verfolger macht da allerdings minus Verteidigung. Sprich, ich würde eigentlich lieber die hier benutzen, die Waffe. Ja komm, machen wir das mal. Vielleicht macht er ja wieder einen wunderschönen Crit oder Drachenbiss oder irgendwas. Nein. Aber Sakura trifft. Okay. Alles klar. Es ist doch ein bisschen kniffliger, als ich gedacht hätte, tatsächlich. So, wer kommt denn noch alles dran? Forrest würde nur von hier wirklich im Doppelpack drankommen. 20, 30, wie das ganz knapp nicht reicht. Das ist traurig. Die kommen halt auch alle nicht so ganz dran. Also Veluria kann natürlich auf jeden Fall noch einen platt machen. Ist überhaupt kein Problem. Und ich denke, Rajat wird auf jeden Fall auch noch einen platt machen können. Klar, aus nächster Nähe natürlich, dann kriege ich keinen Schaden. Aber der letzte fehlt mir dann natürlich noch.
weil Forrest kriegt den leider nicht so ganz platt. Muss ich da mal gucken. Aber erstmal muss ich jetzt sowieso gucken, dass ich die hier oben nach und nach wegbekomme. Dass ich da so eine kleine Safe Zone habe, wo ich meine Charaktere erstmal parken kann, bis der Boss dann gleich wieder zurückkommt oder sogar flieht. Je nachdem. Aber hier sind so viele Gegner auf dem Feld. Also, ich weiß nicht. Ich meine, es standen gar nicht so viele Züge dran an der Mission. Ich meine, gut, man kann natürlich auch einfach zum Boss durchstürmen. Das wäre kein Problem. So. Genau. Du erstmal weg. Und dann mal gucken. Aber ich will ja immer so viel wie möglich mitnehmen und gucken und alles. Und teilweise ist dann vielleicht so ein bisschen mein Verderben. Du hättest auch einfach erst critten können. Hätte dir vielleicht ein bisschen Arbeit erspart, aber okay. Too much work. Schön. So, und dann bist du noch da. Wie gesagt, Forrest. Du hast da ja nichts auf Distanz. Kagero höchstens noch. Könnte natürlich auch... Könnte auch Ophelia mit da hochnehmen eventuell? Ja. Ich glaube, dann habe ich nichts zu befürchten. Zack. Ja. Also mit Excalibur, gut, er würde mir wehtun, aber er trifft einfach nicht. Von daher gesehen ist mir das herzlich egal. Und tschüss. Aber die Mission macht Spaß, weil du doch so ein kleines bisschen aufpassen musst, dass du nicht plötzlich komplett überrannt wirst. Wenn du natürlich nur defensive Einheiten dabei hast, okay, stellst du dich einfach rein, wie ich das mit Xander da gemacht habe, und denkst dir so, ja, ja, ist schön. Aber so ansonsten... So. Dann parken wir doch mal hier, weil, wie gesagt, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die dann gleich alle hier vorbeikommen. Gut, Xander kommt hier natürlich gerade nicht so ganz weg, den haben sie etwas zugeparkt. Könnte ich irgendwen schon mal platt machen? Könnte dich schon mal platt machen. Gut, was soll ich groß machen, ne? Die kommen nicht aus der Ecke weg. Die laufen alle vor mir weg. Also nehme ich mit, was ich irgendwie kriegen kann. Er hat da sowieso nichts zu befürchten. Vor allen Dingen, gut, einer hat natürlich Magie gehabt, habe ich gesehen. Aber ganz ehrlich, diese ganzen Krieger, die dann noch nebenbei irgendwie Magie haben, die können sowieso nichts. Ich erinnere an Shiro als Buzzerer. Der kann mit Magie auch nicht wirklich was anfangen. Die finde ich ganz lustig, die Schmiede. Die habe ich nämlich noch so gar nicht unbedingt gesehen gehabt. So, dahin. Dann Dryer noch mit nach hier oben. Und Nina. So, jetzt kommt mich wahrscheinlich der Kinshi-Ritter besuchen eventuell. Oha, er greift mich mit Magie an, er ist mutig. Es macht sogar minimal Schaden, wenn es treffen würde. Aber Xander denkt sich einfach so, nope. Also ich bin echt mal sehr gespannt, wer als erstes Max-Level hat. Wenn ich natürlich immer jeden mitnehmen würde, dann vermutlich Benny oder Oboro, weil die haben, glaube ich, beide schon 19. Aber es ist mir irgendwie auch zu doof, die immer mitzunehmen. Also ich weiß nicht. Klar, die sind super, die wären hier auch super gewesen. Gut, die Wand ist interessanter als ich. Wahrscheinlich kann man da dann fliehen eventuell. Okay, ihr lauft alle in die Richtung. Ihr fliegt wieder in die Mitte. Ihr rückt auch alle. Boah. Meine Güte. Okay. Du hast natürlich auch ein bisschen mehr Magie. Sprich, du bist potenziell eine Gefahr für mich. Jetzt nicht, aber in der nächsten Runde. Aber andererseits 14 und... Die haben ja nicht sonderlich viel Magie. Wobei, die haben mehr Magie, als ich gedacht hätte. Das wären dann 12, 12 und 14. Boah. Das tut schon weh. Das kann man so sagen. Ansonsten... Das Problem ist, der Boss... Ne? Der steckt natürlich schon einiges weg. Ich müsste erstmal die ganzen Leute drumherum irgendwie platt machen. Wie weit kommt ihr denn hier eigentlich bis da? Wenn ich mal euch kurz demarkiere, nur für Xander. So. Wer kommt denn da noch so extrem?
weit. Lass ich mal kurz alles demarkieren. So, die kommen bis dort, an die äußerste Ecke. Kommen die alle? Nee, du kommst an die äußerste Ecke, aber das war's auch schon. Sprich, vor den beiden wäre ich auf jeden Fall schon mal safe, wenn ich mich hierhin bewegen würde. Denke ich. Wobei, der kann wahrscheinlich dann einen Schritt weiter, wenn ich den besiege. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dann würde ich hier auf jeden Fall auch getroffen werden. Sprich, ich bewege mich einfach mal von dort weg. Wobei, andererseits habe ich den Typen natürlich wieder am Hals, den ich auch nicht so lustig finde. Aber ganz ehrlich, der hat 33 Angriff. Sprich, der macht mir so jetzt überhaupt keinen Schaden. Und wir haben auch gesehen, Veluria ist halt nicht One-Hit vom Bestientöter. Also bezweifle ich, dass Xander da gewone-hittet wird. Das sollte auf jeden Fall gehen. Stelle ich dich mal einfach da ab. Weil da in der Magie-Ecke möchte ich vielleicht nicht unbedingt bleiben. Das große Problem ist einfach, der Boss ist so ein bisschen unantastbar durch seine ganze Unterstützung. Das ist ein bisschen mies. Aber wenn die hier alle abhauen, wäre ich ja schon mal sehr dankbar drüber. So. Sprich, ich bin da auf jeden Fall noch in Gefahr. Xander steht da eigentlich ganz gut, weil dem kann, wie gesagt, da auch niemand irgendwas. So. Wie machen wir das jetzt am schlausten? Jetzt einfach, wie gesagt, zum Boss rennen. Ist wahrscheinlich nicht die schlauste Idee, so viele andere Gegner wieder noch rumstehen. Und ich würde auch einfach ganz stark behaupten, so, ouch, solange die ganzen anderen Einheiten noch um den Boss herumschwirren, ist es halt auch sehr schwierig, den zu erwischen. Weil der Boss selbst hat halt schon so dumme Fähigkeiten, dass alles abgewehrt wird und die Einheiten drumherum sind auch nicht unbedingt besser. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Boss vielleicht einfach flieht, bevor wir fertig sind. So, euch hatte ich ja alle markiert, genau. Und da der Boss mich eh nicht angreift, werde ich euch mal hier abstellen. Euch hier abstellen. Und ansonsten erstmal hier wieder warten. Es ist so ein kleines Wartespielchen, das gebe ich zu. Aber meine Güte. Was will man machen? Also ganz ehrlich, ich habe eh die Doppelverteidigung, aber 10 Schaden sind halt jetzt auch nicht so dramatisch. Das Pferd steht ein bisschen schief. Kann das sein, so auf der Kante vom Brunnen? Dann ist zumindest der dumme Bestientöter-Typ schon mal weg. Der hat mir ja doch so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Nee, aber wie gesagt, ich stelle mich doch jetzt nicht in die Gegnermassen rein. Also, den Move wollte ich jetzt nicht unbedingt machen. Glaube, das würde mir nämlich ziemlich wehtun. Klar, der Boss ist total passiv. Ich meine, ich denke mal, der würde kontern, wenn ich ihn angreifen würde. Aber ansonsten ist der ganz nett. Aber die anderen, die nicht unbedingt. So, ihr haut alle schon mal nach da unten ab. Die anderen allerdings nicht unbedingt. Ich fühle mich minimal umzingelt. Oboros Speer. Okay. Könnt ihr bitte einfach da oben bleiben? So, ihr seid ja schon mal weg. Wobei, ich kann euch einfach markiert lassen. Also, der steht direkt neben mir. Und die auch. Das Problem ist, die hier stehen auch noch. Wobei, du bist jetzt nicht so das Problem. Aber die hier. Die stehen auch noch ziemlich dicht. Sprich, der müsste weg. Dann die beiden da links noch. Hier. Die beiden. Und die drei da unten eigentlich auch. Aber da kommt halt auch kein Schwein dran. Was haben die denn? Die haben Magie. Magie, gut, du hast noch eine Lanze. Und du hast... Oh, du bist egal. Also bis zum äußersten Rand kommen die vermutlich nur mit ihrer Magie, würde ich behaupten. Okay. Wenn ich jetzt also beispielsweise irgendwen hier hinstellen würde, um den abzuschießen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder würde der doch mit seiner Lanze drankommen? Je nachdem, wie viel Platz da jetzt gemacht wird, ist halt so die Sache. Es sind 14, sprich 28. Wäre jetzt nicht so dramatisch. Autsch. Also ich könnte den auf jeden Fall schon mal platt machen und hätte von denen jetzt auch nicht so viel zu befürchten.
Die ganzen Fliegenden sind mir eh egal. Dann könnte ich dich natürlich auf jeden Fall platt machen mit Xander. Kein Problem. Ich könnte dich mit... Ja, mit Ophelia platt machen. Allerdings 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du würdest vermutlich eventuell an mich drankommen mit deiner Lanze, je nachdem, wie die sich bewegen. Und ich habe keine Verteidigung. Gut, ich habe dann, glaube ich, 5 mehr. Ha, sollte aber eigentlich irgendwie gehen. Zur Not könnte ich auch Kiragi dahin stellen. Der wird das auch übernehmen können. Ja, das sollte eigentlich passen. Das sollte gehen. Okay, dann fangen wir mal an. Raja hat erstmal den Schmied weg. Die haben halt schon ziemlich viel KP. Aber Gott sei Dank habe ich so Charaktere wie Ophelia, Rajad, Kiragi. Die one-hitten alles. Also die können eh zweimal angreifen. Die brauchen aber auch nur einen Angriff. Das ist eigentlich ganz schön. So. Xander sollte den platt machen. Genau. Ich meine, der Basara kommt da sowieso gerade nicht wirklich weg. Der ist minimal umzingelt. Aber was weg ist, ist weg. Ihr könnt mir natürlich auch wie immer gerne eure Meinung zu der Mission in die Kommentare schreiben. Das muss ich, glaube ich, nicht eigentlich extra noch sagen. Das müsstet ihr ja eigentlich wissen, dass ihr dazu immer eingeladen seid. Aber ich erwähne es trotzdem ganz gerne zwischenzeitlich mal. So, auf jeden Fall mit dem Sturzflug, damit wir unsere Verteidigung nicht senken. Genau. Weil ich habe mal so das Gefühl, manche Leute schreiben einfach immer Kommentare, ob man sie da jetzt zu auffordert oder nicht. Die haben da einfach Spaß dran und die wissen auch, dass die Kommentare gerne gelesen werden. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es Leute gibt, die trauen sich nicht so ganz. So von wegen, ah, soll ich jetzt meinen Senf wirklich dazugeben? Interessiert das irgendwen? Deswegen sage ich es halt zwischendurch mal ganz gerne. Also ihr seid immer eingeladen, gerade jetzt bei diesen ganzen DLCs, immer eure Meinung zu den Maps und den ganzen Szenarien zu schreiben, ist überhaupt kein Problem. Sollte ja klar sein, aber wie gesagt, ich sag's dann gerne auch nochmal. Veluria könnte ihn auf jeden Fall schon mal gut anknacksen. Ich glaube, das nehme ich. Weil ich meine, genauso wie ich meine Meinung kundtue zur Map, wie die ausschaut, wie die aufgebaut ist zu den Gegnern, den Charakteren, den Waffen, der Geschichte und so weiter, könnt ihr das natürlich auch liebend gerne tun. Ich meine, gut, ich habe sowieso mehr als genug zu tun, weil ich noch nebenbei spiele. Deswegen manchmal vergesse ich auch so ein paar Aspekte, weil ich einfach nicht dazu komme. Aber prinzipiell gebe ich mir natürlich auch immer ganz viel Mühe, auf möglichst viel einzugehen. Nehmen wir ruhig unser Excalibur, hier ist ja sonst keiner. Gerade wenn halt so viele Gegner auf dem Feld sind. Ich habe sowieso das Gefühl, dass die Farming-Missionen gar nicht so einfach sind, wie ich gedacht hätte. Ich habe die halt immer gemacht, wenn ich nicht so extremst gelevelt bin. Aber jetzt, ich fand einfach... Gut, die für Erfahrungspunkte fand ich nicht schwer, weil die Ungesichter ja einfach ziemlich passiv waren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die fürs Geld fand ich schon nicht ohne. So. Und die hier für die Waffen, vor allem die Waffen sind gar nicht so dolle. Kann sein, dass die random sind und kann auch sein, dass es bestimmte Taktiken gibt, wie man am allerschlausten an die besten Waffen drankommt. Das mag sein, aber damit kenne ich mich auch gar nicht aus. Ich habe sowieso die coolsten Waffen durchs Schmieden. Da brauche ich nicht noch irgendwelche anderen. So, jetzt lasst mich mal schauen, was passiert. Ihr holt euch die Truhe, klar. Da ging ich eigentlich von aus. Du gehst auf Xander, aber ich habe Gott sei Dank eine Doppelverteidigung voll. Selbst wenn nicht, wäre nicht so schlimm gewesen. So. Die beiden sind auch ein gutes Team, muss ich sagen. Und sogar ein Level-Up für Laszlo. Der kämpft zwar nicht aktiv, aber die Doppelverteidigung ist super praktisch. Bei Xander, den ich ja wirklich überall reinstellen kann. Das war auch zu erwarten, dass du auf Kiragi gehst. Allerdings, naja, wirst du wahrscheinlich keine Freude dran haben. Na, Crit? Sehr schön. Er hört immerhin gut auf mich. Ich meine, die Crits kommen meistens in Situationen, wo man sie eigentlich nicht zwingend braucht. Wenn man dann wirklich davor setzt, ich muss jetzt critten, um nicht zu sterben, machen sie es leider nicht immer so. Ach, ihr heilt.
Okay. Das macht mir so ein bisschen Angst, weil es waren für mich eigentlich immer eher so passive Einheiten und plötzlich fangen sie an zu heilen. Boah. Meine Güte. Wer bist du? Ein Berserker. Dö. Okay, aber eigentlich hat sie jetzt alle Truhen aufgemacht, also müsste sie ja eigentlich abhauen. Das halbwegs Positive ist, dass die noch weit genug weg sind. Und du kannst ja auch nur mit Magie das Feld treffen, auf dem Dryer jetzt zum Beispiel gerade steht. Sprich, wenn ich dir jetzt mal den Mondschein gebe, kannst du da eigentlich einfach stehen bleiben. So, und das andere Positive ist, dass ich schon mal da unten vielleicht ein bisschen was machen kann. So, ihr... Also du kommst da nicht drum rum, aber ihr kommt da dran, aber auch nur mit Magie. Halt von der Seite. Sprich, ich kann da auf jeden Fall auch Rajat drin stehen lassen. Ich müsste halt treffen, es würde aber auch nicht ganz reichen. Was mit Ophelia? Ach ja, Excalibur war ja effektiv. Aber Ophelia kommt leider nicht ein Feld weiter. Illuria würde dann noch hinkommen. Was ist hier, wo ich jetzt stehe? Da kommt ihr auch nur mit Magie dran. Wie praktisch. Sprich, ja, du hast natürlich einen Langspeer, klar. Unheilstor. Das wird aber nicht ganz reichen. Aber das Unheilstor trifft halt wenigstens. Ich würde es halt damit versuchen, mit Xander zusammen. Und ganz zur Not kassiere ich halt. Aber ansonsten, die anderen haben ja da oben nur Magie. Das macht mir ja nicht wirklich was. Das ist auch sowas, was ich gelernt habe. Ich hatte immer so viel Angst vor den Raubrittern. Aber eigentlich, wenn ich genau passend stehe, dann können die mir gar nichts. Weil die ja wirklich an das äußerste Feld nur mit ihrer Magie drankommen. Die Mission ist echt ganz schön lang. Ich habe sie mir vielleicht auch ziemlich lang gemacht, das gebe ich zu. Das Treffen hier ist nicht so gut. Ansonsten, wenn ich mich dahin stelle. Da kommt aber keiner von euch wirklich dran. Sprich, ich könnte mich auf jeden Fall auch hier hinstellen und dich schon mal ordentlich anknacksen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. 3% Crit, aber du machst eh keinen Schaden. Gut. Nimm ich. Aber der Brunnen ist echt schön da in der Mitte, muss ich sagen. Generell frage ich mich ja, wo wir sind. Klar, andere Welt und so. Aber wer hat so ein riesiges, edles Luftschiff? Extra nur für diese Wettkämpfe. So geht es natürlich auch. Also ich denke mal, vielleicht werden wir die Mission heute abschließen, je nachdem, ob der Boss flieht oder ob wir ihn jetzt bald besiegen können. Wenn nicht, machen wir es beim nächsten Mal. Und fangen wir beim nächsten Mal auch direkt mit der nächsten Mission dann an. Ja, ich kann mich ja heilen, das passt. Royale Kräfte oder so hieß die, glaube ich. Da kann ich mir halt gar nichts drunter vorstellen. Okay, also es klingt nicht nach Farming. Ich wüsste auch gar nicht, was man sonst noch farmen sollte. Könnte Story-relevant sein, könnte aber auch wieder so ein bisschen random sein wie die Peach-Mission. Ich habe keine Ahnung. So. Und alle anderen würde ich dann ruhig wieder hier unten positionieren, dass ihr ruhig alle schön dicht zusammensteht. Ich habe zwar keine Ahnung, wo der Boss gleich lang möchte, aber wir haben zumindest schon mal zwei von den Falkenrittern besiegt. Sprich, seine Verteidigung bröckelt so langsam. Jetzt hätte ich gerne noch ein paar mehr Bogenschützen. Wie waren das hier eigentlich? Na, da kommt halt noch genau Dings dran. Resistenz, ja, 27 ist halt ein bisschen geschwächt durch das Excalibur, aber sollte trotzdem kein Problem sein. So, ihr verpieselt euch alle, die springen wahrscheinlich einfach alle vom Luftschiff runter. So stelle ich mir das gerade vor. Achso, der Boss flieht nach da unten. Wie alle nicht angreifen. Was für Feiglinge. Aber dem Boss jetzt irgendwie hinterher... Könnte minimal schwierig sein ohne fliegende Einheit.
Ja gut, ihr steht jetzt sowieso alle direkt vor mir. Prinzipiell, den könnte ich abschießen oder halt den davor, ist egal. Den könnte ich abschießen. Aber dann habe ich hier noch so unendlich viele. Meine Güte. Den könnte ich abschießen, wird aber ziemlich viel Schaden kassieren. Du könntest, also vielleicht könnten wir die tatsächlich alle noch platt machen, weil es sind ja gar nicht so viele. Und gut, die Bosse werden dann vermutlich fliehen. Ich hätte mich drauf fokussieren können, aber so wichtig war es ja auch nicht. Und irgendwie ist die Zeit auch so schnell verflogen. Der Part war schon wieder vorbei und ich frage mich gerade, über was haben wir eigentlich heute geredet? Was ist heute so passiert? Ich weiß es nicht. Wir haben uns zumindest so minimal wegbewegt von dem, wo wir eigentlich ursprünglich standen. Von daher gesehen kann man vielleicht sagen, wir haben ein bisschen Fortschritt gemacht. Ich hoffe, mein verzweifelter Versuch, gegen diese Massen irgendwie anzukommen, ohne abzukratzen, war dennoch irgendwie halbwegs unterhaltsam. Und ansonsten, wie gesagt, beim nächsten Mal schließen wir die Mission ab und kümmern uns dann um die nächste DLC-Mission, wo ich keine Ahnung habe, worum es geht. Lass ich mich einfach mal überraschen. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Fire Emblem Fates und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.